Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um B-Vitamine und ich werde auch über die einzelnen B-Vitamine sprechen, aber ich werde in erster Linie darüber sprechen, was generell die B-Vitamine in unserem Körper sozusagen beeinflussen und wozu wir sie brauchen und vor allem auch, welche Symptome entstehen können, wenn wir einen Vitamin-B-Mangel haben. Ich denke, allbekannt sind die B-Vitamine in Form dessen, dass man sagt, sie sind gut für ein starkes Nervensystem. Das heißt, wenn man wirklich eine stressige Zeit durchmacht oder die Nerven sehr, sehr angespannt sind über einen längeren Zeitraum und man einfach unter chronischem Stress schon fast leidet, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man wirklich einen Vitamin-B-Komplex zu sich nimmt. Wenn wir jetzt mal bei unserem Nervensystem bleiben, dann sind hier zwei B-Vitamine ganz, ganz besonders wichtig. Und zwar das Vitamin B12, das ja wirklich auch Veganer und Vegetarier meistens supplementieren müssen oder sollten, weil Vitamin B12 ganz, ganz oft oder überwiegend nur aus tierischen Nahrungsquellen sozusagen aufgenommen werden kann. Deshalb ist es immer ganz, ganz wichtig. Und auch noch Vitamin B3. Denn B3 und B12 sind beide bei der Myelinbildung im Kopf sozusagen in dem Nervensystem beteiligt. Und dadurch werden auch neue Nervenbahnen gebildet. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig, wenn der Körper dauerhaft belastet ist und dauerhaft sozusagen die Nerven überlastet sind, wenn hier dann sozusagen diese beiden Stoffe fehlen zu dieser Myelinbildung. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung an dieser Stelle. Es werden Nervenbahnen ja nicht nur in unserem Gehirn gebildet, in unserem Kopf, sondern tatsächlich im ganzen Körper. Ich kann davon persönlich ein Lied singen. Bei meiner letzten Operation wurde eine Nervenbahn sozusagen so ein klein bisschen beschädigt und mein linker Fuß war dann beleidigt. Das heißt, ich habe den wirklich ein halbes Jahr kaum gespürt. Ich konnte zwar noch ganz normal gehen, aber trotzdem war der Fuß, wenn man so hingelangt hat, relativ taub. Im Speziellen der Oberschenkel. Und das hat sich jetzt Gott sei Dank nach, also ab 7 Monate ist es dann besser geworden, nachdem ich wirklich hochdosiert dann Vitamin B eingenommen habe, verschiedenste Vitamin B, ist es, wie gesagt, dann einfach besser geworden. Und jetzt ist es toi, 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 schon wieder beim Alten. Also ihr merkt, man kann wirklich mit der Einnahme von B-Vitaminen sehr, sehr viel machen. Natürlich sollte man auch die Nahrung diesbezüglich umstellen und Vitamin B-haltige Lebensmittel zu sich nehmen. Aber oftmals ist es einfach so, gerade wie gesagt, bei Vitamin B12, dass man das dann gerade durch pflanzliche Ernährung bei Veganern oder Vegetariern nicht ganz sozusagen den Spiegel hochhalten kann. Das heißt, man braucht einfach viel, viel mehr und hat einen höheren Bedarf. Und auch übrigens, das hatte ich in meinem Video über Vitamin B12 gesagt, ist es oft so, wenn man eine Blutanalyse macht und es dann heißt, ja, dein Vitamin B12 ist noch im Normwert, trotzdem hat man aber eigentlich einen höheren Bedarf, weil man nervlich sehr, sehr belastet ist, dann sollte man mindestens einen Vitamin B12-Wert von 300 haben. Ich blende euch das Ganze mal hier ein. Ihr könnt euch auch gerne nochmal mein Video dazu ansehen. Das werde ich euch nochmal unten in der Infobox verlinken. Ansonsten gehen wir aber jetzt nochmal genauer auf die B-Vitamine ein. Und da fange ich jetzt mal von vorne an. Also Vitamin B1 ist ganz essentiell an der Energiegewinnung beteiligt. Und das geht auch wieder über unsere Nerven bzw. auch über unsere Zellen. Und zwar ist Vitamin B1 auch an dieser ATP-Synthese beteiligt. Das heißt, dass unsere Zellen mit Energie versorgt werden. Und natürlich spielt Vitamin B1 auch eine maßgebliche Rolle in unserem Nervensystem. Das heißt also, alle B-Vitamine haben eine sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe in unserem Körper und deswegen sind sie auch so wichtig. Bevor wir jetzt sozusagen zum nächsten B-Vitamin kommen, möchte ich euch an dieser Stelle noch sagen, dass die B-Vitamine wasserlöslich sind. Und ihr wisst bestimmt inzwischen, dass wasserlösliche Vitamine im Körper natürlich auch wieder sehr, sehr schnell ausgeschieden werden. Das heißt natürlich, man muss sie regelmäßig zuführen. Deshalb bietet sich natürlich auch eine tägliche Einnahme von so einem Vitamin B-Komplex sehr an. Das muss man nicht immer machen, sondern tatsächlich dann, wenn man wirklich nervlich belastet ist oder aber auch Hormonstörungen hat, weil auch einige B-Vitamine sind an der Bildung von neuen Hormonen beteiligt und auch an dem Fettstoffwechsel bzw. an dem Kohlenhydratstoffwechsel. Jetzt aber zu Vitamin B2. B2 ist auch unter Riboflavin bekannt. Vielleicht kennen das einige eher so. Oftmals steht es dann auch auf Supplements drauf, nicht Vitamin B2, sondern Riboflavin. Da muss man dann einfach erst hinten gucken. Und tatsächlich ist dieses Vitamin B2, dieses Riboflavin, so ein bisschen als das Entgiftungsvitamin auch bekannt in der Medizin bzw. Orthomolekularmedizin, weil es die Leber bei dem Entgiftungsprozess unterstützt. Natürlich hat es auch wieder eine Auswirkung auf unser Nervensystem, aber zudem unterstützt es, wie gesagt, auch noch unsere Leber. Und ihr seht, diese Vitamine haben ganz, ganz wichtige Rollen in unserem Körper. Und wenn wir jetzt mal so ein paar Vitamine noch überspringen und bei Vitamin B5 landen, dann kann ich euch sagen, Vitamin B5 ist ganz, ganz essentiell daran beteiligt, wie schnell
Wunden heilen. Das heißt, auch ob überhaupt eine Wunde heilt. Beispielsweise ist es oftmals so bei älteren Leuten, wenn Wunden sehr, sehr schlecht heilen, kann man auch mal ihren Vitamin B-Status überprüfen oder einfach auch gezielt supplementieren, weil natürlich wasserlösliche Vitamine werden, wenn sie zu viel zugeführt werden sollten, wieder ausgeschieden. Weiter zu Vitamin B7. B7 ist unter Biotin bekannt, vielleicht wissen das einige von euch. Biotin gibt es ja auch im Supermarkt, in jedem Regal, wenn es um Haut, Haare und Nägel geht. Von diesen Präparaten sollte man allerdings so ein bisschen die Finger lassen, beziehungsweise eigentlich vollständig die Finger lassen, weil die dann wahrscheinlich noch einige Zusatz- und Konservierungsstoffe enthalten und die Wirkung von dem Biotin dann eigentlich wirklich auch verschwindend gering ist, weil der Körper mit so vielen anderen Dingen beschäftigt ist, wenn man einfach dann diese Kapseln oder Presslinge einnimmt, dass man, wie gesagt, einfach dann keine Wirkung von diesem Biotin erfahren kann. Es gibt sehr hochwertige Biotin-Produkte, B7-Produkte, um wirklich auch die Festigkeit und die Widerstandsfähigkeit und den Wachstum von den Haaren zu bestärken. Und da kann man aber dann, wie gesagt, einfach auf einen Vitamin-B-Komplex auch zurückgreifen, wo hinten dann auch draufsteht, dass B7 enthalten ist. Also ihr seht, dass diese B-Vitamine von vorne bis hinten, von oben bis unten unseren ganzen Körper wirklich beeinflussen und in erster Linie steht natürlich wirklich unser Nervensystem. Aber ohne unser Nervensystem funktioniert in unserem Körper absolut nichts, denn unser Nervensystem ist natürlich auch für unsere Sinne zuständig, also für Hören, Sehen, Schmecken, Riechen, aber auch eben sind B-Vitamine für die Haare, Nägel und so weiter, für die Hormonbildung sehr, sehr wichtig. Genau, ich glaube, ich konnte euch jetzt die Wichtigkeit von den B-Vitaminen in diesem kurzen Video so ein bisschen näher bringen. Natürlich könnt ihr euch nochmal informieren, welche B-Vitamine wofür sind. B12 ist, wie gesagt, sehr, 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 sehr wichtig. Das ist mit das wichtigste B-Vitamin meiner Meinung nach. Und ansonsten hoffe ich, ihr konntet so ein paar Tipps daraus mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare oder schaut auch mal bei mir auf Instagram vorbei. Da poste ich auch immer einige selbsterklärende Grafiken und ansonsten recherchiert selber einfach mal noch so ein bisschen weiter und taucht in die Materie ein. Das kann nie verkehrt sein. Also bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss, macht's gut!